Jo, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Peace! In der letzten Folge haben wir die Cell-Spiele begonnen und haben gegen Leute wie Cell, Mr. Satan und den Cell Juniors gekämpft. Und jetzt müsste eigentlich so der letzte Kampf kommen gegen Cell persönlich. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Möchtest du es erneut versuchen, was? Das haben wir geschafft. Attribute habe ich schon, okay. Kampfobjekte habe ich jetzt hier wieder neue Sachen gekauft, so jeweils 10 Stück. So, noch etwas Geld übrig. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich gegen Cell kämpfen, gegen den super perfekten Cell. Ne? Oder vielleicht taucht ja auch wieder Mira auf und Tower. Weil hat der Trunks irgendwie. Oh. So viel dazu. Ja, geil, ne? Hi. Mira, Krieger aus der Zukunft, besiege Mira. Das ist doch mal ein gutes Stichwort von Trunks hier. Jetzt, wenn ich auch mal hier mache. Ja, ich weiß mal, Key. Ah! Warte mal kurz auf, Trunks. Ah! Der ist aber nicht gegen mich gerichtet, oder? Jetzt komm her! Super Saiyajin, Danilo! Komm mal her! Jetzt kann ich so viel Ki-Angriffe einsetzen, wie ich will. Verbrauchen nix. So wie den ja. Ich hab gesagt, den ja. Würde es, wenn mein Ki abgelaufen ist, verwandle ich mich zurück. Das heißt, ich muss mich ein paar Mal aufladen. Zum Glück habe ich Energieladung drin. Na, komm mal, ja. Das ist das. Mann. Mal. Mach doch nicht einen Rückwärtssalto zu denen. Ich habe mich zurückverwandelt? Nee. Mein Dings ist nur. Na, verdammt, hätte ich früher einsetzen sollen. Wie die sich immer hinter mir teleportieren, jedes einzelne Mal. Boah, jetzt haut er ab. Warum hat der so viel AP, ganz ehrlich? Boah, ich hoffe, ich krieg eine andere Fähigkeit. Ich meine, die noch mal erhöhen. Ich glaube, Freezer hatte eine Fähigkeit. Ich habe mal so aus Spaß, als ich Super Saiyajin haben wollte, mit Freezer gespielt. Der hat eine Fähigkeit, die nennt sich maximale Ladung. Ich glaube, damit kann man sich noch schneller aufladen. Die hätte ich gerne. Wie Wochenende. Ja, ein bisschen habe ich getroffen. Ja, so gut, dass mein Charakter nur so davor lacht. So geht das. Oh, bei 30 Treffern hört er auf, okay. Bin geblieben. So eine Transformation vielleicht eine gute Idee ist, die ganze Zeit auf mein Key zu achten.
Aber jetzt soll ich mit zwei super Angriffen, also ultimativen Angriffen. Ha, ich bin unbesiegbar. Du hast mich gerade getroffen, ne? Wer? Die beiden? Jetzt Cyborgs oder was? Können die Energie absorbieren? Was du nicht sagst. Aua. Nein. Die hat er von hinten, wird schon abgewehrt. Oh Gott. Ich setze mal hier den ein. Nein, ich verwandle mich gleich zurück. Was? Nein. Boah. Ich hasse halt, wenn das Menü noch offen ist. Warum schließe ich das nicht, wenn ich einmal ein Item eingesetzt habe? Und zack. Wieder Super Saiyan. Ist ja eigentlich genau wie bei Freezer. Erst müssen wir gegen den kämpfen und dann gegen Freezer. Was war das? Hast du Trunks? Nein, Trunks. Lass mich durch allein mit denen hier. Wir haben schon ein bisschen näher kommen. Warum kann ich meine Dings nicht einsetzen? Hab ich dafür drei Balken? Ma! Ehrlich? Trunks, wo bist du? Ich kann ja, glaube ich, nicht wieder beleben, oder? Okay, lade ich mich eben auf, oder auch nicht? Ach man. Nix da. Wochenende. Was? Oh, der hat mir den Super Saiyan ausgenockt. Meine Angriffskraft ist jetzt wieder erhöht. Was ist das? Komm mal her. Pff, zu tanzen. So, weg bist du. Heftiger Kampf. Z, was? Okay. Was immer du sagst. Daneben Z. Wie geht's jetzt weiter? Cell ist übrigens auch noch da. Kurz, まだ力を隠していたのか。 お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。あ、マン。どうしたソンブラン。より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。 決着はまた今度だ。じゃあね。チュース。くそ。逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。ああ、den geht's bestimmt gut.
Son Gohan versus Perfect Cell. Besiege Cell. Oh, ich muss Son Gohan babysitten. Ich krieg die Krise. Und übrigens auch da. Der hat doch jetzt schon nicht so viel aus wie Mira. Oh Gott. Oh Gott! Na, warte, du Bams! Wo ist das hier? Gibt's auch ein Kamehameha gegen die Fresse? Mann, war ein Grab oder was? Ich konnte nämlich nicht den Dings einsetzen. Wochenende! Wehe, du bist jetzt wieder hinter mir. Wir gehen mir langsam nämlich auf den Nerv. Ach ja, ich muss das Song Gohan beschützen. So geht das. Doch, Mann. Mit Gruppenheilung kann ich ja leider nichts heilen, was ja voll beschissen ist. Wochenende. Moin, fertig. Der wehrt das einfach ab. Oder auch nicht. So spammt er die ganze Zeit Kamehameha. Komm, wir machen Time Patroller. Wart. Piss dich. Boah, wenn ich hätte auch gerne so ein super Kamehameha. Aber ich werde mit Kamehameha erst. So, so wie sich das gehört. Ja, fick da runter. Oh, ich habe mich zurück verwandelt. Das ist so geil, dass man sich in Super Saiyan verwandeln kann. Ah, schön. Levelaufstieg. Und da war's, glaube ich, weil kein weiter kam. Bist du kein Super Saiyan, Son Goku? Okay, da hat er sich zurückverwandelt. Jo, Yoriyamato, Oizu. Yatta! Yatta! Okay. Waren schon wieder so kleine Details. Krillin hat zum Beispiel C18 in den Arm gehabt. Und dann schon entweder Trunks oder Vegeta. Der Wezel-Saga auch abgeschlossen. Einfach so. Mach's gut, Krieger. Okay. Ja. Eine weitere Verzierung der Geschichte. Ich sehe jetzt nach den Schriftrollen. Kommst du mit? Nein. Dann gucken wir mal. Warum ich jetzt hier gesagt habe, dass Son Gohan in seiner normalen Form war, ist, weil ich Son Gohan auf dem Platz gesehen habe. Und da war er Super Saiyajin. Ich dachte, das wäre seine Normalform. So, wir machen das hier mal ein bisschen höher. Ja, und jetzt tue ich hier voll komisch irgendwie leveln, habe ich das Gefühl. Gucken wir mal, ob wieder neue Parallelquests und so fertig sind. Machen wir jetzt, glaube ich, noch nicht, aber gucken wir mal. So, hier ist nämlich Son Gohan. Bist du ein Meister oder gibt es mir eine Quest? Ein Saiyajin? Ich wusste nicht, dass es noch mehr Überlebende gibt.
Tut mir leid, ich muss mich noch vorstellen. Ich bin Son Gohan. Wir gehen jetzt und kämpfen gegen den mächtigen Feind Cell. Kannst du vielleicht alle auf den Kampf vorbereiten? Wäre toll, wenn du beim letzten Kampf gegen Cell dabei wärst. Ja, klar. Machen wir ihn nochmal platt. Uff. Besiege 5 Krieger. Was? Was? Brandattacke. Ah, cool. Son Goku Muten Roshigi. Kein Charakter. Du hast einen grünen. Ein grünes Fragezeichen. Hey Kumpel, hab gehört, du hast Freezer besiegt. Hier ein Geschenk für deine Bemühungen. Es gehört dir. Jetzt bist du ein echter Zeitsoldat und kannst alle besiegen. Oh, Energiekapsel. Wir haben ja noch einige andere Charaktere offen, mit denen wir noch nicht geredet haben. Zum Beispiel Guldo. Wo ist der? Hier. Er ist auch schon lange offen. Sollten wir auch mal machen. Überlegst du, als der Eingangstest für das Genio-Sonderkommando. Hilf mir dabei, einen Test, damit ich den Test bestehen kann. SK-Aufnahmeprüfung. Besiege Butter, Jeez und Rico. Machen wir das mal. Ist da jetzt locker schaffen eigentlich. Ich meine, die Quest konnte ich schon lange annehmen. Wahrscheinlich muss ich Guldo beschützen, ne? Boah. Ja, das ist so blöd. Weil ich kann euch mal mit Gruppenkapseln irgendwie die heilen. Das ist echt der Blödste von allen. Guldo ist besiegt, ist klar. Ja, wir kämpfen immer noch gegen einen, gut. Da guck ich das doch mal an. Dann mach ich locker fertig. Bams. Für Piccolo müssen wir auch noch. Weiß ich nicht, so eine Kapsel herstellen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe die ja gekauft. Muss ja nichts herstellen. Aber ich will mal langsam den Meister hier wechseln. Ich nehme an, wenn ich alle Sachen gelernt habe, kann ich dann auch machen. Aber oh, du hast ihn angehalten, gut. Super Saiyajin. Ey. Wäre ich eigentlich dadurch stärker? Als Super Saiyajin? Ich hab direkt zwei Sachen bekommen, gut. Das heißt nur, dass ich jetzt keinen Kiefer brauche und die alles, die ganzen Sachen hier einsetzen kann, solange ich ein Super Saiyajin bin. Aber... Ja, mal gucken. Frisst das. So, jetzt Rico. Der müsste ja ein bisschen stärker sein als die anderen beiden. Oh Mann. Was tust du denn? Vielleicht gibt es da irgendwie so Sätze, die den Kieferbauch ein bisschen verlangsamen. Also hat das langsamer runtergeht. Das wäre irgendwie besser. Damit ich so richtig auf Super Saiyajin skillen kann. Bams! Und frisst das. Und weiter geht's. Und da kommt Ginyu. Oh Mann. Ist das? Oh, warte, wenn du da fertig bist mit, ne? Ja, kriegst du das in die Fresse. Goldo ist nicht mal annähernd kaputt. Welche Level sind denn die? 16 und... Ach man, lag irgendwas am Boden, glaube ich. Da ist sowieso immer noch Materialobjekt. Ah, schön. Warum nicht eine bessere Key-Aufladungsattacke? Aua! Oh, maximale Ladung.
Den Dreierangriff treffe ich irgendwie nie beim Sprint, habe ich das Gefühl. Was ist das? Guck das sich erstmal so um. Ja, ich glaube, nach ein paar Stunden wird er auf. Oh, jetzt noch ein paar Schläge. Oh, ich glaube, ich finde ja danach Punkte, wenn ich als Super Saiyan den Kampf beende. Ah. Du weißt schon, was du für Freezer arbeitest. Der stärker war als du. Niemand ist schneller als Bata, ja. Außer Freezer, welcher ja stärker ist. Wurde auch in Dragon Ball Abridged irgendwie so angesprochen. Guldo kann ja auch noch die Zeit anhalten, also ist er theoretisch auch schneller als... Nein, ich bin nicht schlechter oder langsamer als Guldo. Ja, ich hab's geschafft. Ich gehöre zum Gino-Sonderkommando. Hey, oh ja, ich glaube, ich muss dir danken. Sei froh, dass ein Elite-Krieger wie ich dein Freund ist. Ich gehe später in dein Haus zum Spielen. Ich mag Kuchen und neue Spiele. Hey, wir sehen uns. Wie bitte? Ich hab ein Haus? Ich hab Spiele? Ja. Okay, wen haben wir noch alles hier? Jemanden. Ich soll mal hier irgendwo nachgucken, bald. Cell ist da hinten. Wir kommen von Cell lernen. Geil. Der hat eigene Attacken, der hat doch gar keine eigenen Attacken. Also diese komische, weiß ich nicht, Barriere, Zellbarriere heißt die, glaube ich, schon immer. Da gibt's hier was Neues. Blitzi, löse eine Explosion bei der Position deines Gegners aus. Okay. Para, para, para. Das ist halt nicht von GT. Diese kloppten Gegner da. Son Gohan als Kind. Ein Saiyajin? Dann kennst du Freezer. Mein Name ist Son Gohan. Ich verlasse bald dem sterbenden Planeten Namek mit deinem Raumschiff. Freezer ist hinter uns her. Die Explosion wird uns noch erfassen. Bitte halte Freezer auf. Okay, wie stark ist die Mission? 3. Warum du? Ich verliere doch nicht. Todesschlitzer. Okay, 5 Minuten. Ja. Na, Explosion, machen wir das doch mal. Ich da alle Parallelquests hier auch haben. Oder die Genio-Sonne-Kommando-Mission, die war auch 3 Sterne, oder? Na, Explosion, besiege Freezer. Okay, ich muss hier nicht jemanden babysitten. Gut. Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier nur einmal kurz besiegen muss und fertig. Was? Das wird dir jetzt nicht gefallen, wenn ich mich gleich in Super Saiyan verwandle. Das wird dich echt anpisten. Ja. Ich bin die Legende, die du fürchtest. Ach Mann. Oh mein Gott, lass mich doch mal. Alter! Hörst du mal auf damit? Alter! Ich komme jetzt zu gar nichts. Was? Nein, nicht ins Feuer rein. Alter, ich greife die ganze Zeit an und der... Das macht den nix. Boah, leck mich am... Danach ist der Kampf noch nie im Leben vorbei. Alter, ich greife den die ganze Zeit an, ne? Und der macht immer einen so... Och, ist mir egal, ich greife trotzdem an. Aber, falsche Kombi. Wie kannst du es wagen? Nein, wie kannst du es wagen? Oh, nee. Wie jetzt?
Ja, ich kann doch Schaden machen dazwischen. Ah, Fähigkeit erhalten. Und es geht noch weiter. Natürlich geht es noch weiter. Bist du denn? Olive, was? Du bist eine Lachnummer. Okay, wer zum Teufel ist das? Hab ich doch locker weg. Materialobjekt. Ja. Mitten in die Lava rein, so Verbrenner. Kein Level ab. Kein Level ab. Seelenecho-Gerät, Mr. Satan Abzeichen. Na, davon habe ich mal welche bekommen. Todesstätte, die kann man verkaufen, glaube ich. Steht jedenfalls in der Beschreibung. So, wer war dieser Random-Typ, bitteschön? Verstehe es nicht. Auf jeden Fall ein Shelter-Charakter. Danke. Es ist erstaunlich, wie du Freezer so schnell besiegen konntest. Jetzt müssen wir nur das Raumschiff benutzen, um Namek zu verlassen. Ich schreibe dir einen Dankesbrief, wenn ich wieder auf der Erde bin. Okay, mach das. Was gibt's denn hier Neues? Ja, ich tue erstmal verkaufen. Was immer das nochmal ist. Hier, ein beliebtes Abzeichen auf der Erde. Tausche jetzt für jede Menge Zenny ein. Ja, Krieger halten lässt. Verstärkt es mit einer Setzseele. Okay. Ich verkaufe die einfach. Ich habe ein paar Mal schon bekommen. Und weiß nicht. So, Eliteanzug. Das ist für Frostdämonen. Trainingstempel, ja, ich kann glaube ich nichts Neues kaufen, schade. Ich kann mal so ein paar Sets hier erstellen. Zubehörladen, wie sieht's denn damit aus? Hallo großer Sireman, großes Sirewoman. Meister Quittestab. Ach, okay, ja. Ich weiß. Neue Modell rot. Freezer super moderner Scout, moderner Scout, die alle Offiziere von Freezer besitzen. Weicher Hut. Die Hüte, die Muten Roshi für Son Goku und Krillin für einen Kampf im Kampfsportweltturnier als Kinder gekauft hat. Ach so, ja. Meister Shen. Meister Shen, wer ist das nochmal? Meister Karius Hut. Helm des Rinderteufels. Shichis Helm. Ich will mal unbedingt neue Charaktere erstellen, aber ich glaube, das geht erst nach dem Durchspielen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Mischen wir mal irgendwas. Rezeptmischung. Fessle dein Zorn. Besser Kapseln. Seelenecho-Gerät. Ich bin ein Cyborg. Was? Hitkey automatisch. Alle Werte gesteigert bei niedrigen. TP sinken alle Werte. Ah. Lila Blitzspirale. Das sind ganz schön heftige Sachen hier. Aber ich glaube, wir können den Part hier beenden. Hier gibt es jetzt gerade nichts anderes. In der nächsten Folge machen wir dann wieder, würde ich sagen, bei Co. Maximiert Key aller Teammitglieder. Ach so. Machen wir in der nächsten Folge wieder ein Parallelquest, würde ich sagen. Und wir haben schon. Kampf beginnen. Ja, sowas, was eine Chance hat, irgendwie aktiviert zu werden, ist ein bisschen blöd. Stärkung steigert normaler Angriff, senkt aber langsam die Gesundheit. Boah. Okay, weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.